Der Islam ist im Fadenkreuz vieler Staaten. Dies ist keine Verschwörung oder der Versuch, uns Muslimen eine Opferrolle zuzuweisen, sondern ein eindeutiger Fakt. Nicht nur die jüngsten Entwicklungen auf der Welt unterstreichen das. Bereits in der Vergangenheit gab es Aussagen vieler Personen, die dies verdeutlichen. Nach dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die Einheit der Umma völlig zerbrochen wurde, waren die Bestrebungen der Feinde Allahs, den Islam zu bekämpfen, nicht besiegelt. Ihre Planungen und Strategien gingen weiter. Und so, wie sie damals schon versuchten, die klaren und reinen Ideen des Islam zu entstellen, versuchen sie auch heute immer und immer wieder, uns unseren Islam beizubringen und ihn bewusst zu verändern. John Galvin, ein ehemaliger großer Kommandant der NATO, sagte im Jahr 1994 Folgendes: Wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Jetzt, nach 70 Jahren des Ablenkens von Kämpfen, kehren wir zurück zu der Achse des Kampfes, die seit 1400 Jahren besteht. Dieser Kampf ist der Kampf der großen Begegnung mit dem Islam. Aber es ist nicht verwunderlich, dass es immer Menschen geben wird, die versuchen werden, Allahs Licht auszulöschen. Denn Allah sagt im Koran, diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein. Hierauf werden sie besiegt werden und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Ihren Plänen, um von Allahs Weg abzuhalten, gehen sie nicht mit halber Kraft nach, sondern mit vollem Einsatz. Und auch wir Muslime in Deutschland sind davon betroffen. Als wäre es nicht genug, dass Muslime täglich mit islamfeindlichen Parolen konfrontiert werden und sogar einer Vielzahl körperlicher Angriffe ausgesetzt sind, greifen sie unseren Islam, unsere Identität, unsere Ehre und unseren Stolz frontal an. Immer wieder werden Debatten aufgerollt, in denen sie uns den Islam neu deuten wollen. Debatten, in denen sie klare islamische Ansichten und Gesetze, nach denen Muslime seit Jahrhunderten leben, ohne sie anzuzweifeln, plötzlich relativieren. Der Hijab sei nicht zeitgemäß. Wir seien barbarisch und unterdrückerisch. Und was sie uns sonst noch alles an den Kopf werfen. Eines der aktuellsten Themen, das die Medienlandschaft und Gespräche in der Gesellschaft prägen, ist die LGBTQ-Bewegung. Das Volk von Lut alayhi salam wurde von Allah für die Auslebung ihrer homosexuellen Praktiken nicht nur getadelt, sondern hart bestraft. Heute versucht man, dieses Verbot mit dem Islam in Einklang zu bringen. Niemand sollte diese Sünde praktizieren. Wer es dennoch tut, muss seine Rechenschaft dafür bei Allah ablegen. Aber niemals sollte jemand versuchen, diese Praktiken zu legitimieren. Jetzt ist es aber so, dass einige Menschen versuchen, der LGBTQ-Bewegung eine Plattform zu bieten. So maßten sich einige in diesem Land doch tatsächlich an, eine Kaaba in den Regenbogenfarben aufzustellen, um für die LGBTQ-Rechte einzustehen. Alles um sogenannten Muslimen die Möglichkeit zu bieten, eine Pilgerfahrt zu vollziehen, die ihnen sonst angeblich verwehrt werden würde. Die Kaaba, die Ibrahim a.s. und sein Sohn Ismail a.s. vor Jahrtausenden erbauten, die einen heiligen Ort für uns darstellt. Die Kaaba, die Allah subhanahu wa ta'ala vor Abraha und seiner Armee schützte, indem er Vögel mit Steinen schickte, die jeden seiner Soldaten töteten. Diese Kaaba wurde in Regenbogenfarben stellvertretend für die LGBTQ-Bewegung aufgestellt. Spätestens hier müssen unsere Alarmglocken doch anfangen zu läuten. Für uns bedeutet all dies, dass wir als islamische Community zusammenstehen und an einem Strang ziehen müssen, ohne uns über zweitrangige Dinge zu streiten. Denn hierbei geht es um jeden Einzelnen von uns. Es ist die Einheit, in der unsere Kraft liegt. Deshalb lasst uns an einem Strang ziehen. Lasst uns den Hadith verwirklichen.
indem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, der Gläubige ist dem Gläubigen wie ein Mauerwerk. Ein Teil davon hält den anderen fest. Und möge Allah die Pläne seiner Feinde zunichte machen. Allahumma amin.